EA Sports, and the PGA Tour, so proud to present the season-long race for the FedEx Cup. From Pebble Beach Golf Links just south of Monterey, live final round coverage of the Tiburon Championship. And this, one of the sterner tests a golfer's going to encounter, 18 holes to decide a championship. The A-plus game has to be there to make this work as we look at the early leaderboard. We've got a tie for the lead at one under par. Meanwhile, our featured golfer looking to cobble together a solid round here on this fine Sunday. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge EA Sports PGA Tour. Wir sind heute auf dem ehrwürdigen Pebble Beach Golf Links Kurs. Ja, eigentlich jetzt heute ein, ich sag mal, weniger spannendes Turnier, weil das scheint wohl so ein Zwischenturnier zu sein unter dem Motto EA Sports macht auch mal ein Turnier. Die Tiburon Championship. Wir schauen mal ganz kurz rein hier und da sehen wir es auch. Ist jetzt für mich jedenfalls kein bekanntes, nicht interessantes, sondern bekanntes Turnier, aber wir nutzen die Gelegenheit A, weil es kurz vor dem nächsten Major ist, um zu sehen, wo wir eigentlich stehen, und B, es ist natürlich Pebble Beach. Den Platz haben wir diese Saison schon gespielt, in der zweiten, dritten oder vierten Woche, relativ am Anfang der Saison, aber jetzt können wir den natürlich nochmal spielen. Ein Platz, auf dem ja bereits 6 Majors gespielt wurden, 6-mal die US Open. Und wir schauen mal ganz kurz hier ins Leaderboard, denn im Moment sind fast alle noch im Clubhaus, so wie es aussieht. Wir sind also diesmal ganz, ganz weit mit vorne dabei und schlagen jetzt ab. Und man sieht also minus 1, ja, nach der 3, nach der 2. Also da tut sich noch nichts viel. Wir werden also sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Soll eben heißen, am Ende wird es spannend und wir müssten uns schon einen ordentlichen Vorsprung herausspielen. So, spielen werden wir zusammen mit, wenn ich richtig gesehen habe, Jason Day. Ne? Kommt er? Hier ist der Jason Day aus Australien und das finde ich immer ganz, ganz spannend. Okay, ich denke, wir legen mal los. Wir haben ein Holz 3 in der Hand, sehe ich das richtig? Wir haben ein Holz 3 in der Hand und das Ganze ist jetzt ein Par 4 mit 365 Yards und entscheidend ist natürlich hier in den Knick reinzukommen und nicht in den Bunker reinzulaufen. Die Fairways sind natürlich nicht ganz so breit, aber wir nehmen das einfach mal so an. Und werden versuchen, den hier auch ein kleines bisschen rein zu faden. So, ich wünsche uns allen ein schönes Spiel auf dem Pebble Beach Golf Links. Ja, das sieht doch ordentlich aus. Den haben wir schon mal gut platziert. Just fine. A good start to this final round. Safely in the fairway at one. So, Jason Day nimmt den Driver. Er entscheidet sich also für die Keule. Ist aber sogar kürzer als wir. Und liegt im... Oh. Right down the middle to get the round started. Second shot coming up. Let's bring in Iona Stephen. He's got 118 yards. We'll get you to the front of the green, but it's 1-3-2 if you're going to go for the flag. Pin in the middle, so it's a green light. Ja, natürlich, klar. Gleich mal ein Eagle am Anfang, oder wie sehe ich das? I always looked inside that 15-foot circle. Anything inside that was going to be a good shot. So in my book, that's a good shot. So, wir stehen etwas... Middle of the fairway. Wir stehen über dem Ball. Das heißt, normalerweise müsste der Ball nach rechts fliegen. Es geht kleines bisschen nach oben. 50er Wedge. Ja, ganz schön Wind. Ja, jetzt sehen wir auch. Ja, okay, der Wind drückt ihn rüber. Ja, der Wind drückt ihn rüber. Dann doch lieber so. Jetzt bin ich mal gespannt. Der ist A zu kurz und B wird der Spin haben, oder? Ja, klar, logisch. Der rollt uns fast noch runter. Ei, 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 direkt an die Kante.
Nicht gut, nicht gut. Maybe half a club more there, as it is, needs to get up and down to save par. So, 20, das heißt 14. Ja, das ist ein Gerader. Der wird, wenn er aufkommt, nicht nach links oder rechts bouncen. Okay. Ja, lass ihn mal ein bisschen rollen. Ja, damit können wir leben. Damit können wir das Paar retten. Lovely pitch shot. Just nipped that ball off the turf. Just flew through the air beautifully. Sat down fairly quick as well. Good shot. Na, schauen wir mal, ob Jason Day hier gleich in Führung geht. Minus eins, hervorragender Putt. Good putt. It's a birdie here at one. And he will definitely not say no to that. Ja, hat er natürlich auch gut vorbereitet mit der Annäherung, absolut. Tap in zum Paar. Okay, that's in for par here at the first. And he'll stay at level par. Frank, interestingly, this hole number two plays as a par four for the US Open. It is a par five. It's absolutely gettable, and players must take advantage. Certainly, Rich, off that back tee, really you've got to grab a driver. I know there's bunkers left and right, but the decision is whether that tee shot finishes in the fairway, because if it does, you're going to have a crack at this par five and two. If it doesn't, then you play the layup. So, Jason Day hat natürlich jetzt die Ehre für den Abschlag, nimmt jetzt aber ein Hölzchen. Will er den vorlegen? Natürlich über die linke Seite, weil der Ball wird nach rechts springen. Aber das ist schon ein wenig arg weit links, würde ich sagen. Das war jetzt sehr, sehr vorsichtig. Ja, ich glaube, da können wir ein kleines bisschen mehr Gas geben. Wir nehmen den Driver und gehen auch leicht über links, haben Gegenwind. Aber der wird dann auf jeden Fall nach rechts rüber bouncen. Ja, der Wind drückt ihn rüber, ich merke das schon. Driver passt und raus. Denn wir wollen ja versuchen, mit dem zweiten aufs Grün zu kommen. Ja, rollt ein kleines bisschen, nicht viel. Nee, oder? Der spielt den Driver vom Fairway. Driver on the deck. Über die Bäume. Eieieiei. Und kommt gerade noch so aufs Fairway. That's what he wanted to do. After the tee shot, puts himself in a really good position here on the par 5. So, Eisen 4. Wir haben ein Eisen 4 Gegenwind. Es geht nach oben. Schon witzig, ne? Das sieht nicht so aus, als würde es eigentlich nach oben gehen. Eisen 4. Wind von rechts. Ah. Hybrid. Okay. Eisen 5. Reicht der? Wir haben Gegenwind. Okay, wir probieren so. Ein bisschen kürzer, ein bisschen hoch anspielen. Ja, ein bisschen stark ausgeholt. Ja, die Frage ist, wird er rollen? Ja, der rollt hinten rum, aber er bleibt auf dem Grün. Er bleibt auf dem Grün. Hervorragend. Insofern passt das. Kommt noch ein bisschen zurück. Sehr schön. That one had to feel good. Yeah, it struck it so well. You could see that by the reaction of that ball when it hit the green. Landed so softly. Down on the course, let's check in with Nota Begay the third. Couple very nice shots to get to this point. Ball sitting nicely in the fairway. A lot of options. Definitely can get it close. So, wir dürfen als erster putten. Just about straight at it for eagle. 7 inches down. Ja, der wird uns drüber hinaus wollen. Machen wir hier 7 inches down.
leicht über rechts. Also wir wollen das Birdie spielen und das heißt, wir müssen gucken, dass wir den Ball auf jeden Fall an den Stock bekommen und nicht drüber hinaus putten so sehr. Ich meine, hinten rollt er dann leicht raus, weil es geht dann eben. Aber wenn wir den so langsam spielen, nimmt er natürlich das Break deutlich mehr an. Ja, wir müssen uns das dann merken. Komm runter. Ah. Der war gut. This one measures out to 15 feet. Ja, Jason hat natürlich unseren Putt gesehen, unser Break. Der ist zu kurz. Ein Birdie-Putt darf man niemals zu kurz lassen. Also generell darf man eigentlich gar keinen Putt zu kurz lassen. Aber ein Birdie-Putt tut weh. So, das sollte doch jetzt einfaches Tap-In sein. Okay, no problems there. Finishing off a birdie at number two will certainly help the cause. Ja, den wird er machen. Well, Frank, here we are at the third. Severe dog leg left, and I'm just curious how much of that dog leg the big hitters might think about chewing off. Rich, the game has changed so much. If there's a hint of a breeze behind, I mean, really, have a crack at it with a driver. It's about 350 yards, really, to the front edge of the green. But if not, you've got to negotiate those three bunkers on the right side. And well, depending on what club you want to have to head off the tee, decide which one of those bunkers you want to aim at. So, also da müssen wir auf jeden Fall den Draw spielen. Die Frage ist, wollen wir das Hybrid spielen oder wollen wir das Holz spielen? Und gehen hier auf die 100-Yard-Markierung. Yep. Schauen wir nochmal. Ah, wir müssen natürlich um die Bäume rum. Das ist natürlich heikel. Schauen wir mal. So, rollt der noch? Ja, komm wieder runter, komm ein bisschen runter. Naja, okay, das geht. First Cut ist okay. First Cut, Frank. Interesting choice coming out here, dear. It'll be interesting to see how he reads this lie. So, der Pebble Beach Golf Links wurde übrigens eröffnet, 1919 bereits. Also das heißt, er hat vor kurzem seine 100-Jahr-Feier gehabt. Yeah, if you see shortish par fours like this, it's a great time to bring out the irons, and that is going to work out well. Und das erste professionelle Turnier. From the fairway, Nota, this is second. Well, he's looking at 138 yards to the front, 157 to the hole. Tough wind for a right-hander coming from left to right. Jo, und das erste professionelle Turnier wurde 1926 gespielt. Near the flag, but still on the green. So, 50er Wedge. Ja, 50er Wedge war vorhin deutlich zu kurz. Ja. Approach. 54er. 50er. Pitching Wedge wird zu lang werden. Ja, wir müssen das 50er spielen. Okay. So, probieren wir unser Glück. Wir haben ja hier wenig Spin. Ja, jetzt wäre aber Spin gut. Doch ein bisschen. Okay, jetzt ist er genau dahin geflogen. Got to at least try to cozy it in that 3-foot circle. This for birdie. Ja, um meine Ausführungen zu beenden. Also 1926, das erste professionelle Turnier hier in Pebble Beach wurde gespielt. Right, that's what you want to do. Good luck, pal. Yeah, they can't all go in.
Und Pebble Beach ist natürlich bekannt für das Pebble AT&T Pebble Beach National Pro-Am, wo aber nur eigentlich am letzten, am vierten Spieltag Pebble Beach gespielt wird. Und ansonsten auf den anderen Plätzen wie Spy Hill oder Poppy Hills. So, jetzt konzentrieren wir uns wieder. Ein gerader Putt über einen kleinen Buckel. Ja, am Anfang bricht er etwas nach rechts. Ja, zu früh. Der geht sofort rüber. Okay. No. So that safely in. It's a par here at the third. And he'll remain at one under par. So, das sollte doch jetzt ein easy par sein. Okay, that one finished off for a par. And he'll stay right where he is. Wir kommen zur vierten Spielbahn und sind im Moment vorne mit dabei. Frank, this is where it becomes really obvious where you are. You're at Pebble Beach, there's the Pacific Ocean, and this begins that magnificent seven-hole stretch right along the ocean. A fun hole, not long, 331 yards up the hill. We're at the fourth. Yeah, and each one of those seven holes that you refer to, Rich, there's a common theme, which is don't look right, because that's pretty much the ocean the whole way around. And this one here, that decision has to be made. 330 to the front of the green. If there's a hint of a breeze, you could try and drive it. Otherwise, really, you've got to worry about that pot bunker. That's between 230 and 250 yards. But as I first said, do not go right. So, ein paar 4. Die Nummer 4, ein paar 4, 333 Yards. Und wir sind da ein bisschen vorsichtig. Okay, that's going to be safely in the fairway. And that's where you need to play from if you're going to make a final round surge. Wir sind da etwas vorsichtig, weil hier hat es jede Menge Bunker. Auf der anderen Seite sehen wir es. Wir kommen jetzt natürlich an die Küste. An die kalifornische. Solid, a good drive in the fairway. Just under 80 yards to go now as he'll decide how to flight his second. Ja, wir spielen sehr viele Wedges. 54, 60er. Das müsste eigentlich ganz schön zurückkommen. Das müsste doch ganz schön zurückkommen. Ja. Ein bisschen mehr über rechts. So. Ja, der hat jetzt Spin und ist zu kurz, ne? Ja, das war klar. Ah. Hm. Die Länge ist halt immer so ein Punkt. Die Länge. From the fairway. Let's go to Noda. Aggressive play off the tee pays off. Ball sitting nicely in the fairway and a very good chance to get it in tight. Ja, der pitcht einen Halt und da bleibt er liegen. Soft hands. That is nicely done. So, 9, das heißt 7. Ja, ein bisschen hier über links. Ja, komm. Oh. Ein bisschen über links, habe ich gesagt. Perfect. That was tracking pretty well too. That could have gone in for the same price. 7 feet now for birdie. Yeah, that's a well played hole. It's a birdie here at 4. And he will definitely not say no to that. Okay, that one finished off. It's a par here at 4. And he'll remain right where he is. Ich
So here we are, Frank, the fifth hole, the first of the four par threes at Pebble Beach. It doesn't get all the love that some of the others do, but this one has the players' attention. There's no doubt about it. Yeah, it certainly does, Rich. Everybody wants to take a picture, you know, down by the 17th hole, famous par three. Remember, Jack Nicklaus is one on, but believe me, I think this hole is every bit as tough as 17. So, die Fahne steckt rechts hinten und das Grün fällt auch nach hinten. Also insofern ist das schon eigentlich eine gute Fahnenposition, weil wir viel Grün zum Anspielen haben. Okay, that's gonna end up right in the middle of the green. So, da versuchen wir auch hinzukommen. Im Prinzip, dass er dann nach links rennt, beziehungsweise rechts runter rennt. So ist es eigentlich richtig. Ja. Wir haben Gegenwind. Okay. Ja, der ist mir zu weit links, glaube ich. Der ist mir zu weit links. Ja, bleibt auch sofort liegen. Okay. Aber liegt auf dem Grün und somit wieder ein Green in Regulation. Solid shot and sometimes solid throughout the round will win the day. This will require the full attention. A huge swing left to right on this putt. Just trying to get it in there close. So, 8 inches. Ja, vorhin waren wir, sind wir leicht drüber gegangen. Auch hier gilt im Zweifel halt das Paar retten. Und wir sehen es gleich hier vorne, geht sofort rechts rüber. Das heißt, wir werden den sehr weit links anspielen. Denn dann rollt er auf definitiv ja noch ein bisschen zum Stock runter. Ja, noch mehr. Der wird ziemlich weit rüberlaufen. Ja, sofort geht er rechts rüber und läuft und läuft und läuft. Okay. Okay, I'd call that an acceptable effort from that range. Now this for birdie. And this certainly would be a bonus if it goes in. You just need to make sure you get it there and give yourself a chance. Never up, never in. Oh, das sieht gut aus. Der sieht gut aus. Sensational, what a putt there. From a long way out, that somehow goes down for a birdie. It will certainly help the cause. Yeah, that's good putt. It is a par here at the fifth. And he'll stay right where he is. So, wir spielen eine solide Runde, 1 unter Par und damit liegen wir unter den Top mit dem dritten Platz, hervorragend. Well, now Pebble Beach begins to really open up with some of the most famous holes in the world. We'll begin with a 498-yard par 5, 6th. Pacific Ocean on the right and a row of bunkers on the left. Treacherous is a word that comes to mind. Jo, jetzt wird's interessant. Par 5, ein sehr, sehr spannendes, interessantes Loch. Und danach the Signature Hole. So. Auch hier wieder Jason Day hat sich die Ehre erarbeitet mit dem Birdie. Driver ist natürlich hier gesetzt. Muss sein, denn hier müssen wir Länge machen. Hier können wir Länge machen, denn der zweite Schlag wird schon heftig. Okay, den Berg hoch, die Klippe hoch. A final round surge. So, Driver. Es geht nach rechts. Das heißt, wir halten hier links an. Jo, das sollte doch so passen. Vielleicht noch ein bisschen flacher. Habe ich jetzt gerade... ich habe abbrechen müssen, weil ich war jetzt gerade unsicher, ob das überhaupt der Driver ist. Aber das passt. So, dann schauen wir mal, was wir hier spielen können. Oh, der rollt aber dann... Uiuiuiuiui, doch, der macht noch ein paar Meter. Sehr schön. 178, aber wir müssen den Berg hochspielen. Well within range from here. A second now to the par 5. Ja, ist halt ein blinder Schlag, also schon spannend eigentlich. Ein blinder Schlag. Fahne kurz links. Aber ein sehr guter Schlag. Yeah, did well just to advance the ball so far down the fairway. And now a fairly straightforward third shot. Ja, da kann man eigentlich ruckzuck, wir müssen eigentlich ein längeres Eisen nehmen.
Eigentlich müssten wir ein längeres Eisen nehmen bei 35 hoch. Ja. Genau. So. Dann wollen wir hoffen, dass uns der Wind ein bisschen hilft, dass das Ganze nach rechts bounced. Und wir sind auf dem Grün. Und er rollt praktisch dahin, wo wir hingezielt haben. Okay. Home in two on the par five. So after reaching the green in two, this take a full swing with a putter, but it is for eagle. So, es geht wieder 7 inches nach unten. Das heißt also hier. Das Ganze leicht über links. Gerade in der unteren Hälfte kontinuierlich. Ja. Ja, der bricht zu früh, oder? Ja, schade. Oh, wieder über die Kante gerollt. Right there. That was tracking much of the way. And it'll leave a short one for birdie. Ja, a short one for birdie. Da hat jetzt natürlich der Jason ein bisschen einen längeren Putt fürs Birdie. Here's Jason for birdie. Aber es ist ein relativ einfacher Putt, genau. Oh, the pace perfect on that one. It's in for birdie. And he'll get it now to 4 under par. Just 2 shots off the lead. So, da hat er sich ganz schön nach vorne gearbeitet mit seinen 4 Birdies, aber wir haben auch 2. Okay, well done there. It's a birdie here at the 6th. And he will definitely not say no to that. So, wir kommen zum Signature Hole von Pebble Beach. Frank, the seventh tee is almost par 3. Just with a whole lot of gratitude. Yeah, when I first played it, Rich, I couldn't help but be sort of in love with the beauty of the surrounds. Plus, I couldn't believe how short the hole was. And I thought, well, this is sort of, you could almost throw it on the screen. And then I played it on a windy day. Ja, ein bisschen Spin hat er drauf bekommen, 109 Yard, okay. Not taking any chances there. A good, safe play in the middle portion of the green. So, also wir haben Gegenwind von links. 54er Wedge. Es geht 26 runter. Also müssen wir eigentlich weniger nehmen. Ja, und da hilft uns aber eigentlich auch der Wind. Ja, wir sehen es ganz schlecht. Doch, ja, das müsste eigentlich hinkommen. Ja. Der müsste doch dann hier runterfallen. Und hat natürlich Spin, ist klar. Längerer Putt, wir haben den längeren Putt. All right, you don't have to catch it on the middle of the face every time. That's on the middle of the dance floor and a birdie putt coming up. Iona's down there. She's had a good look. This for birdie. Yeah, it's an easy one to underread. There's going to be a lot of break in this from left to right as it gets nearer the hole. Yeah, lot of break. Ja, natürlich, klar, über die linke Seite. Wahnsinn. Ja, das arbeitet ganz schön, aber gleichmäßig. Das ist wieder okay. Dann hat man praktisch eine schöne Steilkurve. Hat eine gleichmäßige Kurve. Ja. Letztendlich gilt es auch hier einfach nur ans Loch. Ja! Goodness, that is not fair. I don't want to putt from that distance. That did everything but go in the hole. Day now, this for birdie. Ja, ist klar. Er versenkt ihn. Yes,
plenty of pace to get up that slope. It is in for a birdie. It will certainly help the cause. That one finished off. It'll be a par here at 7. And he'll stay at 2 under. Ja, wir waren dicht 3. Das ist jetzt schon ausgelippt. Plus 2 knapp über die Kante gerollt. Naja, aber wir sind vorne mit dabei, das ist wichtig. Of all the sports played on land, golf's the one with the best views. This is as good as it gets, but you need to focus now on what's ahead of you. This 8th hole is a real challenge, isn't it? It certainly is. The temptation is to pull the camera out, but really it's about what club you're going to pull off this tee. There's 2 runouts on the right side, about 250 yards, left side about 270, and really that white rock is a great indicator of the line. Ja, da muss man vorsichtig sein und links bleiben. 249. So, er schlägt mir das Hybrid vor. Ja, ich verstehe ich. Der rollt natürlich. Ja, wichtig ist eigentlich, dass wir da oben zum Liegen kommen. Ja, über diesen Felsen, diesen weißen dort vorne. So, der wird jetzt noch ein bisschen rollen, weil er flach ist. Und wir dürfen als erster schlagen an diesem Par 4. 187. Frank, just the visuals on this second shot to number 8, mind-boggling. Yeah, this is really where Pebble Beach attracts the best players in the world. Sitting on top of that hill, and you look at this green that angles away from the player on the player's right. Plus, you actually have to look at the putting surface. There's only a small area of flat surface. If you come up, you know, anything sort of 5 or 6 yards short on that putting surface, it will come off. But also, too, you can, if you're a little bit of local knowledge, don't... Ja, komm, spring nach vorne. But you can sehr use the gut, danke. To roll the ball back. Ja, immerhin auf dem Grün. Er war natürlich jetzt doch etwas zu kurz, ist sofort liegen geblieben. Fairway, we check in with Noda. Aggressive off the tee, ball lucky not to run out of fairway and into the ocean. But now sitting in an ideal spot with access to the green. Oh, der ging in den Bunker, in den schönen That's weißen Bunker. To be disappointing. Good line in the fairway and the approach winds up in the bunker. Gonna have to accelerate through the sand here to give this enough carry. Ja, ein solider okay, Bunkerschlag. That should be inside of 10 feet, not too bad. Look here at birdie. Dead center on the reed. Gotta keep the pace up and get it up the hill. So, 6 inches. 6 inches nach oben. Also der rennt ganz schön, oder? Haben wir das gerade gesehen? Ja, ja, der geht gleichmäßig nach oben. Ein kleines bisschen am Anfang nach links. Aber der dürfte ja durchs Break durchputten. Der passt, oder? Oh, yes. Plenty of pace to get up that slope. It is in for a birdie. And he's got it to 3 under now. Just 2 back. Ja, da haben wir wieder am Ende alles richtig gemacht. So, der wird nicht ganz so einfach. Der geht über links. Und der bleibt vorm Loch liegen. Lochverlust. Schlagverlust, sorry. Ist ja kein Matchplay. Kein Sandy Par, mein Freund, kein Sandy Par. That one finished off. It's a bogey here at number 8. And he will fall from the top of the leaderboard and wind up a shot back. Und wir kommen auf die letzte Bahn für die Front 9, die Nummer 9. As you know, depending on the time of year, you could see gray whales out on Carmel Bay, sea otters feeding on abalone, sea lions sunbathing on the rocks, or you could see none of it because this 9th hole absolutely demands your full attention. Well, there's a different sort of mammal trying to play this hole. That first bunker on the left side, that shouldn't be in play, but this hole tilts so much from left to right, I think it sort of funnels you towards the sea otters and the rocks. Wir schauen jetzt mal aufs Leaderboard nach 8 gespielten Löchern. Jason Day führt mit 4 unter Par
Und Stuart Sink und wir teilen uns den zweiten mit 3 unter Par. Aber wir sehen schon Bryce Garnett, Spawn, Snedeker, -1. Und die sind vor uns hier an der 11, an der 10, an der 9. Okay. Also wenn wir solide weiterspielen und ich sage mal so 5, 6, 7 unter Par sind, dann werden wir auf jeden Fall in den Top 10 sein. Und in den Top 10 zu landen, das ist natürlich unser Ziel. Denn dieses Turnier bringt auch wieder für den FedEx Cup 500 Punkte. Und wir müssen immer schön fleißig Punkte sammeln. Und das hilft uns natürlich definitiv nicht, dass wir für den FedEx, für die Playoffs nicht schon qualifiziert wären mit 4 gewonnenen Turnieren. Und aber wir wollen natürlich auch einen gewissen Vorsprung haben, denn das kommt jetzt ein bisschen auf den Modus an. Ja, wir werden sehen. Ich bin gespannt eben dann auf die Playoffs und vor allen Dingen aufs nächste Turnier, das Major, die PGA Championship. Und jetzt müssen wir uns erstmal konzentrieren mit dem Driver über die linke Seite. Es geht natürlich bergab. Man muss hier versuchen, deutlich links zu halten, um den Ball hier runterrollen zu lassen. So, letzte Bahn. Hier die 9. Ja, ein kleines bisschen rechts rüber. Ja, der wird nicht viel runterrollen. Ich glaube nicht. Der war ein bisschen kurz. Ja, das sind noch 181 Yards bis zum Stock. So, ich denke, ja, da vorne liegt unser Ball. Das war, glaube ich, nur ein Holz 3. With that decision, Threewood admittedly finds the fairway, but that is a lengthy second shot coming up. Ja, es war ein Holz 3. Let's go to Noda. Well, when you find your ball in the fairway at the ninth, you hit a great tee shot, one of the most difficult fairways to hit on the entire golf course, but now der wird knapp. The opportunity hit a great second. Oh, hervorragender Schlag, hat er natürlich das Raff noch mitgenutzt, um den Ball zu abzubremsen. You got to cover nearly 2 football fields of distance and get it inside 5 feet. You wouldn't think that's possible. So, auf der einen Seite bergab, auf der anderen Seite Gegenwind, Eisen 7. Ja, bergab macht den Ball, den Schlag länger. Der Gegenwind natürlich drückt ihn. Ja, aber wir wollen auf jeden Fall aufs Grün, wir müssen sichere Pärchen spielen. Ich will nicht im Bunker landen. Wir werden versuchen, das Ganze noch ein bisschen rein zu drawen. Der Draw macht den Schlag ja wieder ein kleines bisschen länger. Und ich denke, so schlecht sind wir nicht. Ich denke, so schlecht war der Schlag auch nicht. Ja, ein bisschen mehr Applaus dürfte es schon sein. Now this for birdie. And putt coming up a ridge, one you might have to hit a little firmer to take some of the breakout. So, dann haben wir also 7 Greens in Regulation, im Prinzip alle. Fast alle. So, das Ganze bricht natürlich jetzt doch deutlich über rechts. Deutlich über rechts. Wir wollen keinen Schlagverlust. Ah, der war, glaube ich, ein bisschen langsam. Oder? Huha! Perfectly. It is a birdie here at the ninth. And that will be a sizzling 31 on the front side, 4 under par. Ja, das war jetzt ein kleines bisschen unerwartet, gebe ich offen zu, aber nimmt man natürlich immer gerne mit. Wobei auch Bogies sind immer unerwartet. It's a tap-in birdie here at the ninth. And that is going to go in the books as a 30 on the front side, 5 under par. Now beginning the inward half here at Pebble Beach, and it is some start to this backside, Frank. A big, bold par 4, once again running the entire length of the Pacific Ocean along the right. Yeah, visually it's stunning, no doubt about that, with the world's largest hazard there on the right. So your mind does go to the left side of this fairway, but you don't want to go too far left. Those 3 bunkers, they're very much in play. But really, aim on the left side of this fairway, because the fairway does kick to the right.
So, wir schauen nochmal ganz kurz hier aufs Leaderboard, nachdem wir hier die Front 9 gespielt haben. Denn mit der 10 geht es natürlich auf die berühmten Back 9 und somit wieder zurück zum Clubhaus. Und das ist auch so ein Platz hier, wo man eben nicht bei der 9 wieder am Clubhaus ist, sondern sozusagen am Ende des Platzes. Aber immer noch wunderschön am Pazifik. Wir schauen aber aufs Leaderboard. Jason Day führt weiterhin trotz des Bogies und hat sich natürlich mit dem Birdie wieder zurückgeholt an der 9. Aber wir konnten aufschließen und liegen bei minus 4. Hervorragend. Das verspricht doch eine interessante Back 9 zu werden, wenn wir hier sozusagen um den Sieg spielen, Jason Day und ich. So, wir sehen das Ganze dann in dem nächsten Video. Ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch ein paar gute Schläge und ein paar gute Putts gesehen. Ich sage recht schönen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann hier am Pebble Beach Golf Links dann im nächsten Video zu den Back 9. Bis dahin sage ich wie immer Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.